Hallo, ich bin Svante vom Nadelwald. Als deine Trainerin bei Makerist würde ich dir heute mal ein bisschen schwierigeres Projekt vorstellen, als wir es sonst so gewohnt sind, zusammenzuarbeiten. Ich habe nämlich zwei Taschen mitgebracht, die deutlich schwieriger sind. Das heißt, du brauchst echt ein bisschen Näherfahrung, um den Kurs zu machen. Aber es ist trotzdem so einfach, weil ich dir alles erkläre, dass natürlich du keine Angst haben musst, um diesen Kurs anzufangen. Und am Ende ein ganz, ganz tolles Ergebnis auf dich wartet. Also wir haben hier beispielsweise einen Weekender. Der ist aus Segeltuch gearbeitet. Du siehst, wir arbeiten mit einem Materialmix zusammen. Also der Boden ist Kork. Was es damit auf sich hat, was das für ein Material ist und wie man das verarbeitet, will ich dir natürlich zeigen in dem Kurs. Genauso wie du das mit dem Segeltuch machst. Übrigens kannst du das auch mit einem Textilwachstuch verarbeiten, wenn das Ganze ein bisschen sportlicher werden soll. Das siehst du unter anderem hier hinten in der schwarzen Tasche. Das wäre die sportlichere Variante. Und ich möchte natürlich so ein bisschen flexibel sein mit dieser Tasche, arbeite mir Ringe ein, einen Versteller, dass ich den Henkel ein bisschen länger und kürzer machen kann. Und die Tasche bekommt eine Schabracke als Einlage für den Boden. Aber wenn du das Ganze ein bisschen kleiner anfangen möchtest, habe ich auch eine Laptop-Tasche für dich. Ist eigentlich der gleiche Schnitt, auch wenn es nicht so aussieht, es täuscht. Denn das ist von der Verarbeitung her eigentlich genau das Gleiche. Wir werden hier allerdings, damit der Laptop ein bisschen sicherer ist, werden wir eine Watte einarbeiten. Und damit die natürlich hält, vorne und hinten, werden wir ein paar Steppungen einarbeiten und werden auch so ein bisschen was mit Patchwork machen. Wie das Ganze aussehen könnte, siehst du hier hinten an der Laptop-Tasche, das Gestreifte. Du siehst einmal die Streifen in verschiedenen Richtungen. Das wäre das Patchwork, was wir zusammen machen. Und dann haben wir noch Reißverschlüsse, wir haben eine Innentasche, wir arbeiten mit Karabinern. Also es ist schon alles ein bisschen anspruchsvoll und trotzdem so leicht, dass du das auch schaffst. Ach, und übrigens, Material bekommst du natürlich bei Makerist und der Schnitt ist ganz klar auch beim Kurs dabei. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis gleich.